und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MJJ Reviews. Kai haut hier eine Folge nach der anderen raus und eine ist großartiger als die nächste. Ich bin jedes Mal tief beeindruckt und frage mich, woher nimmt er diese ganzen Dinge und Ideen und die Motivation, das zu tun. Aber wie er selber sagt, manchmal hat man einfach gerade mehr Lust und mehr Zeit und mehr von allem und dann kommt es nun mal einfach dazu und ich schließe mich heute einfach mal an, um euch ein Ding zu zeigen, was ihr euch mal nicht gewünscht habt. Trotzdem wollte ich es euch schon seit längerer Zeit zeigen, denn ich bin ein großer Fan von Kassetten und ich weiß, manche von euch sind das genauso. Heute habe ich hier die Promo-Kassette von Blood on the Dance Floor liegen. Die erkennt man daran, dass da unter anderem draufsteht Medley of Highlights und unten unter Promotional Only. Ihr seht das also schon, also Not for Resale. Das war mal ein Gimmick, das es vielleicht im Plattenladen gab oder auf irgendeiner Presseveranstaltung, wo man die dann geschenkt bekommen hat. Also halt ein Promo-Artikel. Und ganz schön ist die, weil, naja, also ich mag erstmal an sich Kassetten ganz gerne. Das ist einfach ein schönes Medium. Hat mir immer schon gut gefallen. Die Optik und alles, was da so dranhängt. An der Kassette zeige ich euch so ein bisschen, was es hier in sich hat oder was es da drauf hat. Und zwar hat es da auf beiden Seiten das gleiche drauf. Nämlich ein 9-minütiger Mix ungefähr der folgenden Titel. Allerdings mit den Remixen. Wobei, nee, gar nicht wahr. Ich sehe gerade, es sind auch Original-Album-Versionen mit drauf. Zum Beispiel von Ghosts, Blood on the Dance Floor. Jetzt steht hier 9 Minuten 12. Ich weiß von Discogs, da steht irgendwo, dass der Mix gar keine 9 Minuten ist, sondern nur 6 Minuten noch was. Also es kann sein, ich habe es nie wirklich durchgehört oder auch nie wirklich gehört, weil mein Kassettenabspielgerät zurzeit auch gar nicht funktioniert. Aber wer das gerne möchte, der darf das mal testen. Ansonsten ist es einfach ein Einleger ohne Texte, dafür mit einem kleinen Infotext noch auf der Seite. Ja, wie das so ist bei Presse-Dingen oder bei halt Promo-Artikeln, natürlich anpreisend das Album, was da eigentlich beworben werden sollte. Das ist eine UK-Pressung, also kommt letztendlich aus England. Und ja, ob das jetzt in Europa so gab, weiß ich gar nicht ganz genau. Es könnte es natürlich sein. Dazu gehörte, weil zu einer ordentlichen Werbung gehört ja auch noch ein bisschen was anderes. Dazu gehörte noch ein Button. Ich schiebe das mal kurz aus dem Weg hier und lege mal den Button ins genaue Blickfeld. Der war also mit dabei bei der ganzen Pressegeschichte hier. So sieht er von vorne aus und wer es unbedingt von hinten sehen möchte, er ist weiß. Und dazu natürlich auch noch ein kleines Werbekärtchen. Da zoome ich mal eben wieder raus. Nämlich von natürlich Blood on the Dance Floor. Auf CD, Kassette, Doppel-LP und Minidisc. Ich hätte es gerne noch auf Doppel-LP tatsächlich und auf Minidisc. Also wer irgendwo noch einen im Keller rumfliegen hat als Doppel-LP, nehme ich euch sie gerne ab, wenn ihr keine horrenden Preisvorstellungen habt. Diese Karte hat sogar auch eine Rückseite. Und zwar bewirbt sie Ghosts. Das war ja die gleiche Zeit ungefähr. Ghosts ist ja auch auf dem Blood on the Dance Floor Album mit vertreten. Auch einer meiner absoluten Favoriten-Tracks. Ich finde das ganz großartig. Also ansonsten war ich zu Blood on the Dance Floor persönlich ja so ein bisschen zwiespältig eingestellt. Ich stehe überhaupt nicht auf diese Techno-Remixe, die zu der Zeit so entstanden sind. Aber die Studio-Tracks, die drauf sind, gefallen mir dann wieder ganz gut. Also eine Ghosts-Werbung und das alles steckte in einer Tüte, einer Tragetaschentüte mit ja diesem Schriftzug Michael Jacksons Blood on the Dance Floor History in the Mix. Die war also auch mit dabei. Jetzt fehlen mir noch zwei Dinge, die da eigentlich auch noch reingehören. Ich habe nämlich mal Hector Barjot gefragt. Den kennt ihr bestimmt schon aus meinen Videoempfehlungen. Und vielleicht kennt ihr seinen Kanal auch schon. Der war mal irgendwann auch verlinkt bei uns. Und der hat mir gesagt, ja, dazu gehört aber nicht nur die Tüte, wo alles drin war und der Button und die Karte und die Kassette, sondern eigentlich müsste, wenn das Set komplett sein sollte, auch noch ein Pen, also ich glaube ein Kugelschreiber sollte noch mit drin sein und außerdem ein Luftballon. Das war bei meinem Set nicht dabei. Also komplett ist es dann tatsächlich erst mit Tüte, Kassette, Button, Karte, Luftballon und Kugelschreiber. Ja, bezahlt habe ich für das Ganze. Damals ist jetzt übertrieben, das ist vielleicht erst ein halbes Jahr vielleicht ungefähr her. Also kein damals, sondern ein bezahlt habe ich vor kurzem noch circa 20 oder 25 Euro. Irgendwas in der Preisklasse war es, weil
die Kassette auch relativ selten ist. Man kriegt sie bei Discogs immer mal wieder so für einen Zehner oder für 15 Euro. Zurzeit ist sie, glaube ich, gar nicht drin. Müsst ihr mal gucken. Ich habe gerade noch mal geschaut, habe ich sie nicht mehr gefunden. Also mal ist sie drin, mal nicht. So richtig übertrieben teuer ist die nicht. Es gibt teurere Kassetten sicherlich, aber auch nicht so ganz billig. Also man kriegt sie jetzt auch nicht nachgeschmissen. Dieses Set in der Kombination habe ich tatsächlich so noch nie gesehen vorher. Aber das liegt auch daran, weil ich nicht überall jetzt immer nachschaue und meine Finger da drin habe, sondern nur mal so gelegentlich. Ja, ich packe das Ganze hier wieder ein. Und habe zum Album selber auch gar nicht so viel zu sagen. Ihr kennt das ja, es war Michaels Remix-Album, wo auch neue Studio-Tracks mit drauf waren. Und insgesamt, ja, ist das ja bekannt, was es mit Blood on the Dance Floor so auf sich hat. Tja, ich hoffe, euch hat das gefallen. Schreibt weiter in die Kommentare, wie ihr das auch bei Kai tut, was ihr euch so alles wünscht. Und das ein oder andere Video findet dann sicherlich den Weg über euren YouTube-Abonnentenkanal. Auf euren heimischen Rechner und bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß bei unseren alten Videos und dann auch irgendwann bei unseren neuen Videos. Macht's gut, bleibt gesund, bald ist Frühling. Tschüss.